Ortsbürgermeister Horst Blume unterwegs im Barleber Sonnenhof. Denn hier feiert im Kreis von Familie und Freunden Margot Sengebusch ihren 90. Geburtstag. Ja. Herr Sengebusch, einen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. In meinem persönlichen Namen, im Namen der Gemeinde Barleben, danke, wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Danke. Und dass wir diese Tage noch oft Naja, hoffen wir es. Na, freilich. Wie Sie aussehen, ist das überhaupt kein Problem. Ja, das täuscht. Alles, alles gut. Hier habe ich Ihnen ein paar Blümchen. Und da freue ich mich ja. Eingesetzt in der Barleber Tasse. Da können Sie mal einen Kaffee trinken. Das werde ich ja tun. Margot Sengebusch hat den Beruf einer Sekretärin erlernt und bis heute kann sie stenografieren. Eine Kunst, die im Zeitalter der Diktiergeräte kaum noch ausgebildet wird. Zeitlebens hat sie in Büros gearbeitet, erst in Betrieben, dann in der Verwaltung. Margot Sengebusch hat eine Tochter, einen Enkel und einen Urenkel. Wie wird man 90 Jahre alt und bleibt fit? Viel arbeiten und immer optimistisch sein. Einen Tipp kann ich Ihnen gar nicht geben. Dann noch die Fotos für die Kollegen von den Zeitungen und in der Zwischenzeit wird der Sekt für den Toast eingeschenkt. Wir möchten auf Ihr Wohl anstoßen, auf Ihr Leben, dass das noch lange, lange hinzieht, dass wir noch öfter hier an diesem Tag Sie gratulieren dürfen. Alles andere haben Sie im Leben gemeistert. Wünschen wir Ihnen nur viel Gesundheit und dass Sie noch oft an dem schönen Leben teilnehmen können. Und wichtig ist es, auf diese trinken, die ihn flehen, ja, weil das Schlimmste im Leben ist, wenn man alleine ist. Ja, das ist die Frage. Auch von Orts.TV die besten Wünsche zum 90. Geburtstag, vor allem Gesundheit.